Wo, ihr Pferdenerds, und herzlich willkommen zum zweiten Teil mit den Franklin-Bällen, die Ella ja ausprobiert hat. Ich habe euch ja versprochen, wenn euch das gefällt und ihr noch mehr davon sehen wollt, dass es den zweiten Teil natürlich auch noch gibt, auch mit ihrem Gesamtfazit. Und wow, ich habe irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so viele gerne sehen wollen und so. Von daher vielen Dank für euer Feedback. Hier gibt es also den zweiten Teil. Ella hat jetzt nämlich noch diesen einzelnen Ball jeweils bekommen. Und was sie dazu sagt und was ihr komplettes Fazit dazu ist, das seht ihr jetzt und auch nochmal eine kleine Reaktion zur Solo-Shot. Ich werde das so sammeln und dann nochmal so ein Komplett-Fazit-Video zu den ganzen Equipment-Sachen machen und so, weil sich so viele das gewünscht haben. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim zweiten Teil. Faszinierend. Cool, ne? Was sagt dein Knie? Ja, stimmt, die sind gar nicht hochgerutscht. Ja. Ja, faszinierend. Witzig, oder? Ja. Ich habe hier noch so ein kleines Folterinstrument. Das kommt unter den einen Sitzhöcker und du jetzt erstmal unter den rechten. Okay. Erstmal gucken, so wo ist der Daumen links? Ich brauche hier vorne so eine Steuerung. So. Man macht auch nicht so viele Bälle auf einmal am besten, sondern halt. Schwebe ich ja nur mit der einen Backe. Ja, aber du hast ja gesagt, du sitzt ja immer, so, dass du hier einsackst quasi, also hier tiefer kommst und da dann einknickst. Andere Tage da. Ne? Aber heute war es so. Ja. Jetzt heben wir das hier an. Einmal. Fluff. Und dann machen wir das auf der anderen Seite. Der drückt aber. Das tut weh, ich weiß. Das machst du jetzt mal ein paar Minuten. Ich bin jetzt schon fix und alle. Ich weiß, ich quäl dich auch nur noch das auf der einen Seite und das auf der anderen Seite und dann lasse ich dich in Ruhe. Das doch. Ja, jetzt, ja. Jetzt hat der Professor aber recht mit dem Rumlegen. Ich bin nämlich nicht mehr ganz. Ja. Ja, Chico ist leider halt so ein Pferd, da muss man immer voll dabei sein, sonst macht er einen möglichen Scheiß. Ich habe tatsächlich mit den Bällen unter dem Arsch keinen Schritt da. Dann nicht, du musst nicht, also keiner zwingt dich. Das hätte ich nicht gedacht, ich habe gedacht, das ist kein Problem und du machst alle drei Gangarten. Ich bin gerade so an meiner Aufnahmefähigkeitsgrenze. Von wegen dieses Multitasking. Ja, also. So viel dazu, von wegen, ja, ist doch einfach mit Schritt, Trab, Galopp. Das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Also ich hatte kein Problem mit allen drei Gangarten. Und ich kenne aber auch welche, die sagen, hey, Trab ist kein Problem. Einige sagen, nee, Trab ist scheiße, Galopp ist okay. Und du sagst so, nee, komm, Schritt reicht mir völlig. Also gut, und zusätzlich noch nicht das eigene Pferd. Ne? Also das muss man ja auch nochmal sagen. Das ist, wenn ich überlege, ja. Wo wir noch kein Team sind. Das wäre ja einfach total geändert. Ja, aber merkst du, Chico, wie er jetzt hier so, ja, okay, easy. Ja, stimmt. Das ist gerade geschmeidiger, unsere Rundchen. Ja. Naja, passt. Äußerer Zügel hängt durch. Kein Wunder, dass er da langläuft. Das ist so ein Professorpferd, ne? Also wenn du da nicht penibel bist, dann ist der halt dann auch doof. Genau. Jawohl, guck mal, wie entspannt der hier langläuft. Obwohl der hier immer am Rumzicken war. Wird in den Oberschenkeln jetzt gerade anstrengend. Ja? Ich versuche nämlich gerade echt irgendwie das Loch, was ich hier habe, versuche ich auszugleichen. Ja. Ja, ich lasse dich mal noch ein Minütchen damit. Und dann lassen wir dich raus. Wir müssen bei Bällen, die nur auf einer Seite fungieren, immer beide Seiten machen. Also nie nur eine Seite, sondern der Körper sollte immer gleichmäßig bewegt werden. Ich fange bloß immer mit der festeren Seite an, damit die sich als erstes lockern kann. Willst du schon wieder loswerden? Ja. Also wenn es unangenehm wird, machen wir es weg? Ja, also es wird jetzt anstrengend und ich merke, wie mein Stresslevel gerade steigt. Stresslevel ist doof, also dann her damit. Und Meinung? Also da haben wir das Gefühl, mit der Rolle besser gefallen. Na, das ergänzt sich ja jetzt auch. Weil hier sitze ich jetzt, die Seite sitzt jetzt immer noch tief drin. Mhm. Und hier habe ich das Gefühl, ich sitze irgendwo auf dem Stuhlrand. Genau, und da machen wir jetzt den anderen Ball drunter. Das ist ganz witzig bei den Pferden, dass die entspannter werden meistens mit der Zeit. Weil der Mensch oben weniger stört sozusagen, ja. Also stört. Gerade auch was komplett anderes. Ja. Deswegen, ich bin gespannt, wie ihr beide gleich drauf seid. Dann. Also dann, geh mal noch mal ein paar. Du kannst wie gesagt auch Schritt, Trab,
kannst du alles machen. Kannst auch gerne Trab nochmal ausprobieren, wenn du möchtest. Ella mag nicht mehr. Ella will die Bälle loswerden. Oh, du tust mir gerade ein bisschen leid, ne? Krass. Ja. Ja, das ist halt ein richtiges Workout. Ich bin ja selten sprachlos, aber oh, das ist gerade zu viel so. Ich sitze gerade mega bequem und entspannt. Bin aber auch gerade fix mit Ärger. Ja, weil halt dein ganzer Körper sozusagen umprogrammiert wird. Also dein ganzes Sitzgefühl, was du bisher hattest, wird halt dadurch, dass du dir die Bälle da drunter klemmst, komplett über den Haufen geworfen. Und das musst du erstmal verarbeiten. Und die Muskulatur sagt jetzt auch erstmal so, was ist denn hier? Was machst du mit meinem Bindegewebe? Das wird ganz anders bewegt, belastet, gelockert. Also, ja. Ja. Und ich bin hier wieder, man sieht wieder, wenn ich rede und filme, dann kommt hier irgendwie manchmal Mist raus. Also tut mir leid. Tut mir echt leid. Mach nichts, dann siehst du mal den Gesichtsausdruck. Ja. Genau, jetzt kannst du gerne nochmal hier ein bisschen herumreiten. Schritt, Trab, Galopp. Ohne Bälle? Ja, obwohl sie jetzt so stehen und chillen, auch sehr angenehm. Das findet Chico gerade auch, der ist auch gerade im Chill-Modus. Ah, hallo? Oh, wir werden doch wach. Naja, vielleicht. Das System fährt naja. Das System fährt noch nicht so ganz hoch. Aber? Ich bin mega geflasht, ich bin gespannt, wie es mir morgen geht. Könnte sein, dass du Muskelkater hast. Ja, befürchte ich auch. Und dann muss ich diese Woche tatsächlich unbedingt nochmal aufs Pferd. Dann halt nur die Frage, ob Chica oder doch die Tja, musst du dich mit meiner Reitbeteiligung einigen. Aber ich muss die Woche noch mal aufs Feld. Ich will wissen, ob dieses Gefühl anhält oder ob es weg ist. Oh, System hochgefahren. Ja. Dann reite mal. Ich knicke gerade ein, weil er schief steht. Ja, genau, weil der chillt halt hinten. Okay, huch. Ja, Entschuldigung. Also ja, da läuft was. Echt jetzt. Frauchen steht auf und du zuckst. Pferdchen läuft dann weicher, wenn du dich an dieses neue Gesitzgefühl tatsächlich gewöhnt hast. Dann kannst du dich auch viel besser aufs Lenken konzentrieren. Ich kann mal hier bei Sonne und so. Das ist wirklich so ein Gefühl, als fülle ich den ganzen Sattel aus und ich sitze so krass im Sattel, im Pferd. Ich kann es nicht krass anders beschreiben. Ich bin echt geflasht. Hätte ich nicht erwartet tatsächlich, dass es so einen Effekt hat. Hätte ich echt nicht. Also man muss dazu sagen, dass Ella so, naja, wer weiß, was die immer so erzählen, und ach, und ich will das jetzt mal selber machen. Und als ich erzählt habe, ich habe die Teile, was? Lass machen. Okay. Ja, also, nicht zu viel versprochen? Nee, ich bin, fasziniert. Und man darf es halt nicht übertreiben mit den Bällen, ne? Sonst ist es halt auch unangenehm. Also ich finde es auch, es war für mich jetzt auch für den Kopf echt anstrengend, ne? Mich A, nicht zu sehr auf die Dinger zu konzentrieren, noch die Steuerung behalten, die Geschwindigkeitskontrolle, die Richtungskontrolle, das war ja die Lenkung. Und, ja. Ella ist selten sprachlos, aber heute. Das will was heißen. Wir alle, die Ella kennen, wissen genau. Das kommt nicht so oft vor. Nee? Also so eine Stunde lohnt sich dann auch mal damit. Ja. Obwohl ich jetzt gerade überlege, ob ich jetzt auch im Laufen, also wenn ich selber jetzt laufe, noch einen Unterschied. Ja, steig ab, versuch's. Ja, jetzt kommt der galante Abgang einer Elfe. Ja, keine Schmerzen. Ja, ne, Pferd, so, ja, nimmst du mich mit? Lass mal dann kommen. Na? Ich kann nichts sagen, aber ich hab Platz zwischen den Oberschenkeln. Hast du ein Leggap oder was? Hier ist irgendwie so cool, deswegen passe ich die ganze Zeit hier so an. ja, genau. Also halt die Beine da aus der. Ja. Also hier ist irgendwas passiert in dem Bereich. Auf beiden Seiten. Ja. Ella am Wandeln. Ja. Und wie läuft sich's? Aufrecht. Aufrecht, ist gut. Ja, ich habe auch echt das Gefühl, also ich muss ständig hier ranfassen, ne? Hier hat sich was echt geändert. Ja. Also man sollte das dann durchaus regelmäßig machen, so das Ganze. Also ich will das jetzt auch wieder häufiger machen. Ich glaube, ich platziere die einfach hier, die Bälle, im Schrank. Dann kannst du sie dir auch mal mopsen, wenn du willst. Also ich glaube, sie haben ihre Berechtigung. Ab und an sollte man es wirklich mal machen. Hm.
nach meiner Erfahrung ist es halt, wenn du am nächsten Tag nochmal drauf sitzt, ist es noch schon ein bisschen da, aber das verschwindet dann auch wieder, weil du halt sehr gefestigt bist, einfach in deiner Haltung und so. Deswegen, na, Solo-Shot? Ja, doch, sie filmt dich schon. Also, sie weiß, dass du in dem Radius bist. Du musst noch mal ein bisschen laufen, dann bewegt sie sich auch wieder. So. Hui! Siehst du? Bewegt sich. So, das war jetzt also die allererste Erfahrung von Ella mit den Franklin-Bällen. Schreibt mir doch gerne mal unten rein, was wir vielleicht sonst noch so ausprobieren sollen. Wir haben einiges da im Stall, beziehungsweise man kann auch viele Leute bei uns auch mal fragen, die das vielleicht haben. Dann machen wir sowas gerne mal wieder. Ich persönlich mag ja solche ungefilterten Ersteindrücke und so, weil sie halt einfach super ehrlich sind. Und deswegen habe ich mich auch sehr über eure Erfahrungen gefreut, unten hier unten in den Kommentaren beim ersten Teil. Schreibt mir doch jetzt hier auch gerne weitere Erfahrungen dazu, auch gerade was so Langzeitwirkungen angeht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das wirklich regelmäßig macht, dann verändert das sehr, sehr gut den Sitz. Allerdings muss man das dafür regelmäßig machen, sonst verpufft der ganze Effekt. So geht es mir zumindest und auch einigen Schülern von mir. Also, wie geht es denn euch? Habt ihr denn vielleicht so einen Wow-Effekt und habt gleich was verändert, gemerkt? Oder hat das bei euch vielleicht auch länger gedauert? Ab damit in die Kommentare und auch gerne Vorschläge, was euch sonst noch so interessiert. Und ja, wenn ihr diese Ersteindrücke und so weiter auch gerne mögt, so wie wir, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten könnt ihr hier noch ein weiteres Video finden und da noch ein Abo dalassen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!